Pause und so und trinken Prost. Also ich habe jetzt noch 30 Kilometer. 149, es wird irgendwie nicht besser. Wird irgendwie mehr gefühlt. Gefühlt ja. Ja, hier ist irgendwie mehr AI halt, ne? Durch die Mod. Und dann auch ständig rot. Och, jetzt will ich gerade zum Überholen ansetzen, beziehungsweise die Spur wechseln. Da fährt er vor mir auch links rüber. Das kann nicht sein. Passiert. Ja, sowas kann man dann halt leider nicht riechen. Ich gucke mich gerade mal ein bisschen hier um. War falsch. Ja, doch, ich habe aber auch eine Traffic Mod drin. Nee, hier noch nicht. Sehe ich jetzt gerade hier an dem Verkehr, der hier herrscht. Was ist denn da Stadt? Ach, das ist schon die Zielstadt. Ah, okay. Ja, so ein bisschen Stadt angedeutet. Garage. Dann steigen wir mal wieder ein. So, aber ich glaube, ich dürfte jetzt gleich wieder schneller fahren können. War jetzt gemütlich. Von der Tanke runter. Da vorne steht jetzt noch ein Bus. Oh, ja, die habe ich jetzt leider zu spät gesehen. Da hätte ich eh nicht mehr bremsen können. Leider gerade auf was anderes geachtet. Die dann vor der Beschleunigungsspur stehen bleiben. Das ist auch so eine nervige Sache, wenn sie das mal fixen könnten. Ja. Oder generell, dass die KI einfach viel zu passiv fährt. Du fährst zum Beispiel, wenn du in einer Kreuzung abbiegen musst, leicht über die Haltelinie und schon halten die an, um dich vorbeizulassen. Ja. So, das wird in der Realität kein Mensch machen. Nein, richtig. Das kann man natürlich dann ausnutzen, richtig. Ach, Anhupen funktioniert, dann fahren sie endlich mal los. Ist das hier so kurvig? Und fährt auch die Beschleunigungsspur auch aus bis zum Schluss. Zieht dann rüber. Ja, mache ich eigentlich auch generell immer. Also sollte man es ja auch in der Realität machen. Und nicht. Ah, ich bin jetzt auf der Beschleunigungsspur. Ich ziehe jetzt einfach mal links rüber, so wie die das hier machen. Ja, so mit 50 dann. Ja, ja. Ja, LKW, kannst du dich jetzt entscheiden? Linke oder rechte Spur? Ja, mit dem LKW musst du es ja fast, weil wirst du mit dem LKW, je nachdem wie scharf die Kurve davor ist, mal so auf 60, 70, 80 bist, dauert ja auch, ja, bis ja. der Beschleunigungsstreifen zu Ende ist. Och man, jetzt fahren wir hier 60. Ja, oder fahr du auf die rechte Spur, ist mir egal, aber lass mich vorbei oder gib Gas. Ich fahre jetzt die letzten Meter noch mit 50. Ich kann jetzt wieder ein bisschen Gas geben. 113 Kilometer noch. 18, okay. Schleicht er mich dann mal ans Ziel ran? Gehst. Wenn du die Garage noch kaufen gehst. Ja, ja. Guck mich dann in die Garage noch mal ein bisschen. Ich bin ja ortsfremd, ich muss mich ja erstmal durchfragen, wo ich überhaupt hin muss. Ja. Alles passt, wenn man die passende Geschichte dazu hat. Ja, ja. Und ich muss ja dann auch erstmal einen finden, der dann Deutsch oder Englisch kann. Nein, ich habe nicht Chris als Dolmetscher für Englisch mit. Dann machst du es lieber alleine, ne? Ja. Weil wenn ich Chris als Dolmetscher dabei habe, dann bist du definitiv vor mir da.
Boah, das war knapp. Das auch. Aber noch eine Rotphase. Schade, aber auch. Wie unangenehm. Hallo Mayo. Dass Mayo nicht hier ist. Er mag das ja so sehr. Fahr da weg, fahr da weg, fahr da weg, sonst gibt's Tote. Sehr schön. Außerdem, ich habe ja lebende Fracht. Ich muss ja vorsichtig um die Kurven fahren. Ja. Ganz wichtig, ne? Ja, nicht, dass Benjamin Blümchen da hinten verrückt wird auf der Ladefläche. Oh, ich habe 7% Schaden an der Zugmaschine. Wie das denn? Was gemacht? Keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ah, wobei, das hatte ich wahrscheinlich noch. Ah ja, stimmt. In der Solo-Aufnahme, die ich gemacht habe, da bin ich leider einmal falsch gefahren und habe dann doof gewendet, Da hatten sage ich wir mal. gerade das, was der Chris, Quatsch, was der Nick meinte. Man fährt einen Ticken zu weit und schon halt hält der Gegenverkehr an und lässt einen durch. Ja, und das ist dann halt. Ich meine, man könnte sagen, es ist natürlich praktisch, aber ich finde es einfach irgendwie störend, weil es nicht wirklich realistisch ist. Ja, richtig, sehe ich Und auch so. ich will es ja auch nicht so leicht gemacht bekommen, dass mich einfach jeder Depp vorlässt. Aber das ist ja auch in der Realität, manchmal musst du dich einfach reindrängen. Ein Mercedes-Benz-Händler entdeckt. Schön. So. Also wenn ich den Navi-Kartenmaßstab aufs Größte schalte, dann sehe ich den Zielpunkt schon. Kaufen wir uns mal hier in diesem komischen Ort mal eben die Garage. Ja, das sollte passen. 3 Minuten warten. Ich habe jetzt nur 30 Kilometer. Möchten Sie diese Garage kaufen? Ja, nein. Gehe jetzt nochmal auf 90 hoch, weil für die 2-3 Kilometer, die letzten, gibt es natürlich nochmal Autobahn, ist klar. Muss ich hier einen Platz finden, wo ich am besten ins Gelände. Lange haben wir denn jetzt? 52 Minuten. Oh, das ist mehr als gedacht. Wir haben dann immerhin. Ja, ungefähr 6 Folgen, vielleicht 5, 6, irgendwie so. Wäre ja schon mal ein Anfang. Und am Wochenende, vielleicht kommen wir dazu. Ich muss mal gucken. Das muss ich aber dann leider relativ spontan schreiben, Ja, wahrscheinlich. das ist kein Problem. Das ist momentan echt ein Zustand. Also wir kriegen das da schon. Vor allem, das ist ja auch, mich nervt das ja selber. Ja, Mich wahrscheinlich noch mehr als dich. das ist halt so, wenn man halt umzieht und dann ist das noch nicht alles so 100% fertig. Ist dann halt einfach so, mein Gott. Ach du Schande, was denn hier los? Ist hier irgendwie Automobiltreff in der Nähe oder warum fährt hier so viel rum? Ich bin gerade am Ortseinfahrtsschild vorbei. Okay. Ich habe jetzt noch 3 Kilometer. Ich bin jetzt auch jeden Moment da. Ja, siehst du, hat doch gepackt. Ach, du hast noch gar nicht geliefert? Nein, nein, ich habe die Fracht noch hinten dran. Okay. Ach, du hast die Garage vorher gekauft. Meinem kleinen Benjamin hinten drin. So, da vorne links. Bleib mal im achten Gang. Und fahr am besten auch mal um die Kurve rum, wenn ich schon um eine Kurve rumfahren will. Links abbiegen. Ja, hier haben wir es. Da hatte ich es nämlich vorhin. Das ist auch wieder so ein
Standardhof, den man aus der allerersten ETS-Version kennt. Das finde ich dann, ja, ich weiß nicht, ein bisschen schade fast schon. Aber ich glaube, diese, ich meine zumindest, es wären andere Texturen, die hier jetzt sind, als im Standard-Dingens. Mhm. Die kommen, glaube ich, auch von dieser Grafikmod, die ich habe. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe hier irgendwie so eine Baustelle oder so, wo ich jetzt hier anliefern darf. So. Steinbruch. Was habe ich denn jetzt gemacht? So. Abgekoppelt. Was? Schon? Ha. Wobei, dann machen wir das so. Nebenbei, ich kaufe mir jetzt keine Garage. Wobei, ich kann theoretisch noch ein LKW für einen Mitarbeiter kaufen. Bin aber jetzt auch klar, oder? Eine Abladefläche finden. LKW-Händler. So, dann, was haben wir denn noch nicht? LKW-Manager. Volvo, Scania, Mercedes haben wir. Ah, da muss man hin. Okay. Kaufe ich jetzt MAN Iveco oder DAF? Da ist ein Stein. Oh, ich kann gar kein MAN kaufen, weil ich kein MAN bin da. Ah, doch, da. In Wick. Der einzige auf der ganzen Karte, den ich freigeschaltet habe. Wow. Ich glaube, ich hätte doch besser Zahnradladen nehmen sollen. Achso, ich kann nicht. Oh ne, ich möchte den aber nicht besuchen, sonst stehe ich da oben in Großbritannien. Kannst du noch nicht online kaufen? Ja, auf dem Profil tatsächlich noch nicht. Habe ich erst 3 LKW. Geht erst ab 5, leider. Jetzt hätte ich jetzt einen MAN gekauft, damit ich den vielleicht auch mal fahren kann, aber so nicht. Weil ich habe keine Lust jetzt gleich im nördlichsten Zipfel von Dings. Mein Gott, wie heißt das Land? England? England ist ja südlich. Okay. Ganz oben im Norden. Schottland. Ich komme jetzt auf den Namen nicht. Ja, genau. Weißt du, kennst du das, wenn du so eigentlich weißt, aber es dir einfach jetzt die Bezeichnung oder der Name in dem Moment nicht einfallen will? Ja. Den Moment hatte ich gerade. So, ich könnte mir mal ein Navi zustellen für die nächste Werkstatt oder so. Boah. Die Lenkachse da reinquetschen. Gott. Die Werkstatt ist auf dem Hafengelände. Auch interessant. Ist, nein, ich lasse es. Passt das? Passt natürlich nicht. Dachtest du denn? Boah, jetzt so lange keinen Dienst mehr. Im ETS gefahren ist einparken. Dann nochmal mit Lenkachse. Ah! Erstmal besser getroffen. Doch ein bisschen schneller gefahren. Ne? Hab's geschafft. Ah, okay. Ja, aus der Vogelperspektive allerdings raus, weil das hätte ich sonst nicht mehr hingekriegt. So, ich fahre jetzt hier gerade zu der Werkstatt vor und dann ist gut. Dann können wir beenden. Mhm. Natürlich fahre ich falsch rum. Werkstatt ist am anderen Ende des Zauns. Und da sind sie wieder. Beiden Pfleger oder Betreuer. Mal kurz warten. Im Elefanten versteckt. Oh. Dann guter aus und du bist fertig, ne? Ich bin fertig. Gut, dann würde ich sagen, war's das und ja.
nächsten Mal. Egal. Tschüss. Tschüss.